Und an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Es ist auch lustigerweise die Folge 2, die zweite Folge der Staffel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Also, an dem heutigen Tage habe ich vor, so etwas in den Zugverbindungen zu arbeiten und damit anzufangen, etwas mehr in die Zugverbindungen zu setzen, damit wir so langsam mal die Wirtschaft etwas ankurbeln können. Wir müssen auch erstmal die Stadt hier ein bisschen dazu bekommen, dass hier ein bisschen was los ist, ne? Wir müssen die Stadt wachsen lassen. Genau, wir selbst müssen die Stadt wachsen lassen, nicht andere. So. Erstmal, genau. Stellen wir uns den ersten Zug zusammen. Und da ich gesagt habe, Dampf, werde ich das auch beibehalten. Was ist das? Ne, ich will Dampf. Habe ich ja gesagt, ich will ja Dampflokomotiven. Wenn wir schon Lokomotiven nehmen, wie gesagt, Dampf. Für den kurzen Weg lohnt sich ja was Kleines eigentlich. Kann ja trotzdem ganz schön sein. Sowas, und dann gucken wir noch nach schönen Passagierwaggons. Das finde ich doch. Das finde ich doch recht nett. Kapazität 16, an die Kapazität finde ich ein bisschen wenig. Kapazität 16. Genau, die Waggons vom Voll Express haben wir auch, die werden wir ja etwas später benutzen. 20. Der gefällt mir schon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. So 10 Waggons werde ich für die Strecke benutzen. Aber die ganz schön aussehen. Jetzt muss ich erstmal eine neue Linie machen. Von hier nach hier. Nicht allzu kompliziert. Sollte sie ohne Probleme schaffen. Und habe ich die Lautstärke auch? Ja. Wenn man diese Geräusche hört, da. Oh. Das Win ist für die Ohren. Ja. Das Jubiläum, die erste Lok fährt. Das ist wirklich eine. Ja. Hat ein bisschen schwache Pfeife. So ein bisschen schwach, aber. Naja. Er wird abfahren. So. Also ist schön. Och, wie sie sich bewegt. Das ist so elegant, so. Das kann man gar nicht beschreiben, diese Bewunderung. So. Ja, wir sind alle bei uns draußen. Jetzt können wir Gas geben. Ja, also muss erstmal am Berg hoch, dann kann es ein bisschen schwieriger werden mit so vielen Waggons, ne? Ich habe ja absichtlich da in der Schweiz fahren wir mit Dampf. Der alte Dampf hat uns in jener Lebenssituation geholfen, wir müssen auch weiterhin tun. Na, meine Damen und Herren, an der Stelle, wenn ihr Dampfloks genauso mögt wie ich, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Natürlich auch ein Like, was im Grunde ein Daumen nach oben ist. Und dann auch noch gerne die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr die nächsten Folgen auch nicht mehr. So. 22. Na, sagt eine. Okay, also die Beschleunigung ist okay. Ich weiß nicht, warum die so komischen Noppen oben drauf haben, aber naja. Jede Lokomotive ist auf ihre eigene Art besonders.
Und auch die Waggons. 35, ne, 35 ist jetzt nicht der Hammer, aber sie fährt jetzt langsam los. Und das nicht langsam. Jetzt gibt es ein bisschen Gas. 44, 45, ja. Wir werden schön ins andere Dorf fahren und dort auch alle abholen. Mit einer Eisenbahn. Einfach wunderschön, wie sie da fährt. Also wie sie da fährt. Ihre Eleganz, das ist so, wunderbar. Ach, das. Die Strecke scheint direkt hier im Bahnhof zu enden. So, und sie kommt raus. Und sie ist da. Ah, sie fährt mit einer guten Geschwindigkeit hier durch. Ich bin nicht zufrieden. Er muss jetzt auch runter. Muss jetzt auch vom Gas runter. Sonst kann sie nicht anhalten, ne? Zeitplätze, das reicht. So, Vollgas. In Wiel. Ja, wir sind jetzt in Wiel. Ist ganz schön hier. Also unsere Zugverbindung ist noch schöner. Das ist einfach. Wie sie fährt mit dieser Anmut, das kenne ich von keiner anderen so. Und jetzt Abfahrt. Schon 30. Ja, so um die 30 Kilometer pro Stunde. Ist ganz gut. Ich wollte auch noch probieren, die Schmalspurbahn in den Bergen wollte ich ausprobieren. Ob das mit der Schmalspurbahn in den Bergen so funktioniert, das da funktionieren würde, muss ich mal gucken. Ich sitze zwar nicht die allerschnellste, aber es reicht für uns. So. Was braucht ihr so? Baujahr. Arbeitsplätze 6. Frei, keine Güterbedarf, Nachschubbewertung 0. Nachschubwertung, ja. Erstmal muss ich ja hier ein bisschen die Zugverbindungen hinkriegen. Naja, er fährt ja. So. Was gibt's hier noch so? Weizen gibt's. Dazu Verbindungen für dieses Transportzeug will ich noch nicht machen. Auch das ist auch hier schön. Dem werde ich auch mal einen gewissen Touch verleihen. Ja. Ja. Und nein. So. Okay, im Umland sind. Das gefällt mir jetzt zwar nicht so, aber. Bevor ich jetzt irgendwas mache, muss ich erstmal hier einen Bahnhof bauen, sonst habe ich ein Problem. Ja, alles Hochgeschwindigkeit. So, aber ich will ja mit dem Bahnhof hier ran. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick. Und falls das im Hintergrund von der Kamera etwas flimmert, das ist deswegen, dass ich das Licht hier an habe, aber muss ja sein, ne? Wo ist eigentlich die Schmalspurbahn? Ist das hier? Schmalspurbahn. Auch Schmalspurbahn, das ist alles Schmalspurbahn.
Das sind ja auch alles. Ich bin ja, sind alles Hochgeschwindigkeitstrassen. Ja, sind es auch. Aber ohne Oberleitung. Oberleitung. Ich bin so ein bisschen verfeindet mit den Oberleitungen. Ich mag Oberleitungen nicht so. So. Also ein bisschen Brücke darf ruhig sein. Brückenpfeiler so. Ich suche eine Strecke. So. Wollen wir hier mal rangehen, ne? Fahrzeuge kaufen. So. Was gibt's denn bei Dampf so für eine Auswahl? Das ist schon eine schöne. Die sich auch als Express eignet. Ich brauche eine gute Zugkraft. Ja, wir kommen dem Ganzen schon ein bisschen näher, aber es ist immer noch nicht das, was ich haben will. Auch die ist schön. Ja, die ist schön. So, jetzt muss man erstmal Waggons finden. Waggons für den Zug zu finden, die schön sind, ist so eine ganz eigene Sache. Ja, die passen irgendwie so. Mal gucken. Vielleicht finden wir noch andere. Die sind ja wie gemacht für den Zug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich mach mal 10. Der Zug ist nicht wieder zu lang für die Strecke. Aber er kann dahin. Es ist ihm nicht verwehrt, diese Strecke zu nehmen. Gleis. Er wählt die automatisch eigentlich richtig aus. Also jetzt gucken, was hierbei rauskommt, ne? Müssen wir uns ja hier auch mal ganz genau ansehen, was hier so zurecht läuft. Oh, die finde ich schick. Die finde ich richtig schick. Funktioniert alles. Läuft alles. Perfekt. Und diese Waggons. Wenn wir die da im Klo drin haben, war ist schön. Und die hat Kraft. Das merkt man direkt, wenn man die sieht beim Fahren, die hat Kraft. Die ist schön, die Wette auf dieser Strecke drauf. Alle darf nur 20 fahren. Hier oben auf der Strecke. So, und auf der Strecke zugeteilt. Also der Kolben bewegt sich gut. Alles läuft. Ja, und jetzt. Er ist ganz raus, jetzt kann er Gas geben. Der müssten jetzt 10 Stück haben wir dann gekloppt. 3. 4. Das wird ein bisschen eng, glaube ich. Ja, das wird ein bisschen sehr eng. Nein, er schafft das, er schafft das. Ich bin eigentlich ungewiss, dass er das schafft. Ja. Guckt euch den Abstand mal an, gerade so. Aber immerhin. Immerhin. Und 1 und 2 und komm, Gas geben jetzt. Wir müssen jetzt die Anfangsfahrt machen, die Jubiläumsfahrt. Müssen wir jetzt machen. Er hat Gas, er gibt auch direkt. Ich
Der fährt 90, entweder 90 oder 120 war das, wie viel er fährt. Och, direkt über die Grenze. Ach, schön. Der fährt direkt aus dem Bahnhof raus und fährt direkt auf die Strecke. Guckt euch das mal an. Der muss ganz, ganz lieb, muss der hier warten, bis der hier vorbei ist. Ah, der fährt schnell 72. Der muss nicht lange warten, der fährt schnell. So, und weg ist er. So, und die Straßenbahn kann losfahren. Und ich will, ja, genau. Genau, ich muss jetzt auch noch mal einmal vorbei. Aber alles gut. Voll das. So, wo sind wir jetzt? 52, ich glaube, beschleunigt er. Weiß nicht, was er jetzt macht. Also wegen der Brücke ist er so langsam gefahren. Warte mal, können wir das nicht irgendwie aufschütten hier? Warte mal, das probiere ich jetzt mal. Ich will nicht das hier. So, jetzt sollte es. Jetzt zählt es nicht mehr als Brücke, jetzt darf er schneller fahren. Oh Gott. Moin. Der Zug fährt. Ah, diese Übergänge, da darf er scheinbar nicht so schnell fahren. Er fährt 44, das ist nicht. Das ist jetzt nicht allzu schnell. Ah, wir schleunigen wieder. Er ist schon weg. Ja. Der Herr hier beeilt sich, der beeilt sich hier. So, Sie können jetzt weiterfahren. Och. Ja, schöne Autos. Und wir haben hier schöne Züge im Einsatz. Guck mal, 67, 70. Also der hat Gas, der hat richtig Power. Er fährt schnell. Ist halt ein Express, ne? Er muss schnell fahren, das ist sozusagen sein Job, schnell zu fahren. Och, der schafft es, der macht sich hier ganz gut in seinem neuen Job. Ja, er macht sich hier ganz gut. Das lag nicht an dem, das lag an der Kurve. Ach, sind wir schon da? Ach, das fährt aber. Ja, die Strecke ist ja auch nicht allzu lang. Nein, der fährt mit fast 80 hier rein. Ja, wenn man mit fast 80 im Bahnhof fährt. Vollgas. Das war's mit der Junge. Los geht's. Ah, jetzt darf er auch wieder Vollgas geben, deswegen. Er darf jetzt auch wieder direkt Vollgas geben. Ah, er gibt auch schnell Gas. Ja, aber wie man sieht, der gibt direkt Vollgas. Ja, er wird jetzt gut fahren. So. Fast 60. 60 erreicht und jetzt noch ein bisschen und dann. So. Ja, ihr könnt hier los, meine Damen und Herren. Ihr könnt jetzt so, so weit ihr los, ne? Ihr könnt jetzt so weit. Da los. So. Klappt alles, funktioniert alles. So. Ey. So. So. Ja, so es geht. Wir kommen voran. Mit fast 70 hier lang. Ach, dieses Geräusch. Wunderbar. Das sind diese Biegungen drin, dann fährt er gleich wieder durch die Stadt. Ich
Ich will die Züge wirklich nicht durch die Stadt fahren lassen, sonst ist überall Stau. Und weil es auf Dampflok ist, auf Dampfloks ist kein Verlass halt in diesem Sinne komplett unrecht. Auf Dampfloks ist sehr gut Verlass. Sie können, das werden die anderen Loks auch nicht anders, sag ich ganz ehrlich. Andere Loks werden hier, können diesen Bewegungen auch noch schneller. Ja, da läuft ein Bär rum. Er flüchtet, weil er hier den Dampflok lang fährt. Weil er allgemein den Zug lang fährt. Er muss ja hier runterbremsen. Muss er ja. So. Super, und jetzt geradeaus. Gott sei Dank ist noch nicht keine Bahn. Was sind die jetzt? Ja, doch, jetzt sein. Er hat jetzt Pech, ne? Wir müssen hier vorbei. Wir fahren 52, so lange sind wir gar nicht. Wir fahren schon. Gutes Tempo. Geht hier auch nicht eine Bahn. Ich dachte, es dauert ewig, bis wir hier vorbei sind. Unser Tempo. Nee, alles gut. Wir scheinen gut vorbeizukommen. Alles gut, der Zug ist direkt vorbei. Ich glaube, sie müssen nicht mal anhalten. Ja, ich muss immer anhalten. Weil wir uns so gut beeilt haben hier. Und wir sind schon da. Von der ersten Fahrt. Wunderbar. Der erste Zug ist gerade. Ah, er ist schon gleich wieder angekommen. So. Aufmachen, zumachen und weiter. Die sind ja auch relativ schnell. Und weg. Ja, der ist jetzt weg. So, können wir uns langsam mal um andere Sachen kümmern hier. Wunderschön. Aber er ist jetzt zum Bahnhof weg. Und ja, wir können uns jetzt um andere Sachen kümmern. Wie um den Nahverkehr. Der Nahverkehr muss ja auch stimmen. Das ist ja hier kein Nahverkehr. So, weg. Guck mal. Alle warten so brav. So, und jetzt soll er. Die da vorne haben noch mehr Pech. Allgemein, ja, der Zug ist halt ein bisschen lang, ne? Der kommt halt einfach. Er fährt einfach. Er muss halt fahren, ne? Er muss fahren. Das ist seine Arbeit. Er muss auf dieser Strecke fahren. So. Ein bisschen langsamer, wenn er fährt. Wenn er jetzt nicht allzu schnell losfährt, dann könnte das sogar klappen. Ja, es klappt. Der Zug ist genau zur richtigen Zeit hier vorbeigefahren. So, was ist mit unseren Weinfelden? Also läuft das hier so einigermaßen. Also die bauen auch kaum. Wir modernisieren sie kaum oder sie bauen kaum. Baujahr 2000, Arbeitsplätze, keine. Güterbedarf. Brauchen wir einen Güterbahnhof? Da kann ich auch nichts dazu sagen, ne? Wenn wir Güterbahnhof brauchen, brauchen wir einen Güterbahnhof. Ich glaube, Güterbahnhof baue ich aber dann von einer anderen Richtung, wie zum Beispiel hier. Das wird für mich am meisten Sinn ergeben, wenn wir. Ich guck mal gerade. Güterbahnhof, genau. Ist ja so ein Güterbahnhof hier. So, ein Moment. So. Straßen sind wir verbunden. So, jetzt brauchen wir nur noch im Grunde eine Verbindung von dem Werk hier. Das probiere ich mal. Gleise. Dieses alles zu groß. Na, dann mache ich einfach eine neue. So, hier. Ich denke mal, das müsste reichen, um die Güterzüge anzugleichen.
Also die Strecke hier müsste ausreichen. So, hier. So, hier. Nein, Krümmung nicht zu groß. Nicht, wenn es richtig gemacht wird hier. Ist hier so ein Höhenunterschied? Och Gott, ist hier ein Höhenunterschied. Ja, jetzt kann ich nicht nachvollziehen, wieso das hier nicht machen wollte. Leider aber auch hier, das musste weg, ne? Ich mache eine Umleitung. Ich bin jetzt ganz freundlich und baue sogar eine Umleitung. So machen aber die hier. Ach, Kollision. Du und deine Kollision. So. So. Genau, dann entferne ich die Straßen. Zeige ich ihnen hier gerade. Gibt's ja auch keinen Stress mehr. Genau. Da habe ich hier genug Platz, um das zu bauen, was ich hier hinbauen wollte. Nein, will immer noch. Steigung ist Ansichtssache. Wenn ich sag geht, dann geht. Autosave. Wieder mal das Autosave, ne? Aber naja. Da ich sollte doch alles. Moment. So, nein, jetzt zu weit oben. Wieso ist die zu weit oben? Unten. Noch ein Stück. So. So. Genau. Gleise. Auch nicht möglich. Ich will das irgendwie tiefer setzen. Warum? Wie kann ich dich hier tiefer setzen? Meter kriege ich da auch noch hin. So.
Muss hier ein bisschen Stein weghauen. Dann müsste es auch wieder klappen. Das regt mich gerade etwas auf, dass das hier nicht funktioniert, wie ich das will. Ja, hier ist eben Baufehler drin. Es muss jetzt alles in diesem Abschnitt hier passieren, das habe ich ein Problem. So. Komm, komm, komm. Das will ich in der Folge noch fertig kriegen hier. Ich habe es auch noch fertig bekommen. Aber die Strecke zu bauen, das machen wir dann erst im nächsten Teil. Sonst kriege ich das hier nicht auf die Reihe. Also, abonniert gerne den Kanal und lasst einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Auch gerne die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye, bye.